Ich glaube, das ist das beste Hähnchen, was ich je gegessen habe. Nicht, ja, dass es Taube ist. Nee, Taube ist es nicht. Oder? So Freunde, bevor wir in dieses Video reinschauen, möchte ich euch alle daran erinnern, erstmal natürlich zu liken und zu kommentieren. Was auch wichtig ist, kommenden Sonntag werde ich ein Live-Video machen. Wir werden ein bisschen durch Kairo gehen, ich werde euch ein bisschen Kairo zeigen, wir werden ein paar Fragen beantworten. Sonntag zwischen 15 und 16 Uhr. Auf YouTube ist das erste Mal so, ich weiß auch noch nicht, was mich erwartet, wie viele Leute kommen. Und ja, jetzt viel Spaß in diesem Video. Da bei uns zu Hause gerade viel gearbeitet wird, der Boden gemacht wird, dies und das, werden wir jetzt, oder haben wir uns gedacht, wir verlassen die Wohnung und heute nehmen wir ein Restaurant, das so Kofta, Fleisch, Reis, alle Grillspezialitäten anbietet. Ich glaube auch Fisch, oder? Weiß ich nicht. Okay. Egal, wir schauen uns das an. Wir haben von dort schon mal bestellt. Heute ist auch wieder Sami am Start. Wir haben es aktuell 14.37 Uhr und wir haben heute noch nichts gegessen. Und ich wollte noch sagen, also Andrea ist so ein traditionelles Grillrestaurant, also so typisch ägyptisch. Und es gibt verschiedene Filialen davon und eine Filiale ist in der Nähe von den Pyramiden, das ist meiner Meinung nach die beste Filiale. Da wird sogar Brot frisch und frisch vor dir gebacken. Da gehen wir aber noch hin, sobald wir das nächste Mal bei den Pyramiden sind. Oder? Ja. Mit unseren Gästen. Lol. Hey. Hey. Rückhalt. Salam alaikum. Okay, sieht man nach. Voll schön. Traditionelle Bilder, ne? Ja. Ist hier keiner. Ja? Hoffentlich ist hier keiner. Hier. Krass. Die Bilder sind hier so richtig schöne Einrichtung. Schau mal. Schau mal das Bild an. Yes. Essen wir nicht draußen. Können wir, aber ich wollte. Obwohl, ich finde es hier drin ruhig und chillig. Ja, besser, weil es an der Hauptstraße, ja, hier gelegen ist. Welchen Platz? An dann einen sonnigen, oder? Was? Ich finde die Einrichtung richtig schön. Also ja, ich finde es richtig schön. Und dass die überall so schöne traditionelle Bilder aufgehängt haben. So aufgehangen. So typisch ägyptisch. Ich finde diese blauen Wände haben hier was. Ja. Ich passe farblich hier rein. Du wolltest irgendwas sagen, dann sag's jetzt. Ich wollte sagen, dass ich hier farblich reinpasse, ist mir aufgefallen. Und es war nicht geplant. Und was mir noch aufgefallen ist, dass hier alles sehr hygienisch ist. Man kriegt Handschuhe, da ist ein Grillrestaurant und man vielleicht mit den Fingern isst. Hier Desinfektionsmittel, also ist schon mal ein guter Start. Hast du deinen Vortrag jetzt beendet, dein, ja, Referat? Nicht. Schauen wir mal, was in der Karte so drin steht. Also ich bin ein Mensch, der kein Starter nimmt. Ich nehme immer direkt so einen Hauptgang. Ich will mein Essen immer aufessen. Es gibt hier Salate. Appetizer, Chicken Kofta, Andrea Kofta, Chicken Liver, Leber, weiße Reis mit Leber. Ich glaube, wir nehmen aber heute einen Appetizer, oder? Also ich nehme heute Stuffed Wine Leaves, Hummus, Babaranu und Sambusik. Dann gibt es hier Pasta, 4 verschiedene, finde ich gut, nicht zu viel, wenn man einfach nicht zu viel machen möchte. Poultry Dishes, Half Grilled, Boneless Chicken, oh, Shish Tawuk. Oh, Shish Tawuk, das nehme ich vielleicht. Meat Dishes. Grilled Kofta, genau, auch immer mit Bildern, auch eine sehr, sehr wichtige Sache in meinen Augen. Man muss immer mit Bildern arbeiten. Dann hier Desserts. Dann gehen wir mal ins Bestellen. Sorry. Sorry, can we order? Sorry? Lass mal. Jetzt hat es gehört auf. Was heißt das? Lauser Entschuldigung, macht. Lauser macht. Lauser macht. Entschuldigung. Lauser macht. Lauser macht. Water first, so, one guava juice, stuffed wine leaves, hummus, and cheese sambusek. Main dish for me, mixed grill Andrea. Okay. Side dish. White rice, and do you have French fries? Yes. French fries. Yeah. And one shish tawuk for me, also with rice. And I want the, you have the yogurt salad with the cucumber, yogurt salad. Ich glaube, wir haben echt viel bestellt. Das schaffen wir schon, wir haben heute noch nichts gegessen. Und noch Nachspeise wie immer. Juhu. Aber Deal ist heute, du musst dein Essen aufessen, sonst kriegst du keine Nachspeise. Okay? Ich wollte das. Du hast kein Kreuz gemacht. Ich weiß nicht, wie man Kreuz macht. Hier, ihr könnt den Boden sehen, den ich ausgesucht habe.
wenn wir zu Hause sind, zeigen wir, wie weit die Leute sind. Draußen, die Outside Area sieht auch sehr schön aus. Das Einzige ist halt einfach, es ist sehr laut, glaube ich. Ja. Die Sonne scheint, es ist warm genug, wirklich in der Sonne zu essen. Man kann auch tagsüber im Schatten essen. Da wird es vielleicht, Samuel wird dann sagen, so, mir ist ein bisschen kalt aber oder kühl. Aber in der Sonne ist jedem warm. Und so wird es jetzt den ganzen Winter gehen. So Freunde, das ist der Grund, warum ich sage, keine Appetizer bestellen. Einmal Hummus, dicker Pot, Sambusek, diese Stuffed Wine Leaves und was ist das hier? Joghurt, ja, das Gurkensalat. Sambusek. Crunchy auf jeden Fall. Ich will das Essen gar nicht bewerten, weil wir wissen, dass es gut ist. Brauchen wir nicht sagen, es ist ein überkrasser Laden so. Und da sind so schöne Gewürze drin, merkst du, der ist so minzig. Schmeckt sehr, sehr lecker. Grüße hier raus an Nadja. Die wird jetzt sehr neidisch sein, weil ich hier ohne sie Cheese Sambusek esse. Ich bringe dir nächstes Mal welche mit nach Deutschland. Ich bin ehrlich, die schmecken mir nicht immer. Die muss man schon wirklich gut machen. Ein Dip in der Joghurt. The best. Wow. Kann die nicht. Doch, sind gut, aber ich bin nicht so der Fan davon. Dieses Blätteressen. Schaut euch mal dieses Brot an, Alter. Oh mein Gott, das ist sogar heiß. Frisch gebacken. So ein Pocket. Schaut mal an. Boah, dampft leicht. Der Hummus sieht überragend aus. Fahre ich da rein. Schön mit Öl. Oh mein Gott. Schau mal das an. Hummus krank, oder? Next Level. Mhm. So creamy, gell? Und so und ich finde trotzdem ein bisschen rau. Man merkt, dass das mal was Festeres war, weißt du, ich meine? So Kichererbsen-Geschmack einfach so. Ich sag dir ehrlich. Jetzt kommt's gleich wieder. Was kommt jetzt? Einer der besten Hummus, den ich je gegessen habe. Oder der beste? In Ägypten habe ich sowieso den besten gegessen, das ist sicher. Und zweiter Platz ist Berlin. Wie hieß der Laden? Ich weiß nicht mehr. Das hier ist auch eine gute Sache. Die wickeln das in Stoff ein. Dass man die Zitrone hier ausdrücken kann über den Wine Leaves. Mhm. Ist geil, probier mal. Jetzt schmeckt es mir deutlich besser. Probier mal mit Zitrone. Soll ich Hummus probieren? Nee, oder mit Zitrone? Ah, jetzt hast du die Zitrone halt wieder weg. Mhm. Merkst du die Zitrone? Mhm. Geil, gell? So, das war's jetzt auch mit den Vorspeisen. Jetzt kommen wir gleich zum Hauptgang. Den Hummus werde ich komplett vernichten. Davon wirst du nicht viel essen. Dieses Öl da drin auch. Ist es Olivenöl? Mhm, glaube ich. Oder Linsenöl. Boah, das Brot ist ja krank. Wie das dann so weich im Mund ist. Das ist das, warum ich gesagt habe, keine Vorspeisen so viele. Schau mal jetzt. Schau mal schon. Bis die Grillplatte kommt, bin ich satt. Ich schieße oben, ja. Schau dran. Das sieht so gut aus, so colorful. So schön, so Tee, diese so Tee, Vegetables, Gemüse. Dann Chickenfleisch und der beste Reis ever. So, das ist so richtig butterig. Und ich mix den Reis immer mit diesem Salat. Dann schmeckt er mir am besten. Bin mir sicher, das macht bestimmt auch irgendjemand, der hier zuschaut. Sami hat sich noch Guava Juice bestellt. Mmm. Sieht zwar nicht mehr so schön aus, aber es schmeckt dafür umso besser. Was ich auch immer mache, mein Fleisch in die Joghurtsoße dippen. Ich weiß nicht, ich habe so einen Tick. Ich muss alles. Stell dir halt einfach einen Joghurt. Es muss irgendwas, immer was mit Frische dabei sein. Ich mag's. Samia mag Essen mild und ich mag's pikant. Ich esse alles. Frühstück bis Abendessen könnte ich mit Chili-Soße essen. Kommen wir mal zu dieser schönen Grillplatte. Ich sag mal so, sie ist nicht sehr, sehr krass schön angerichtet, aber wir sind hier in keinem High-Class-Restaurant. Und ich, für mich persönlich, das hier perfekt. Kein Trala, kein Tamtam, einfach Fleisch, Reis, Pommes. Und ich denke mal, das ist eine Pepperoni-Schote. Das wird keine Chili-Schote sein. Die war auch noch auf dem Grill. So habe ich gern mein Essen. Ich sehe einmal Chicken. Dann es müssten so Cevape sein mäßig. Das ist dann Kofta, oder? Das ist ja oder das Kebabfleisch. Kebabfleisch. Kebab. Dann das hier sieht ja so wild aus mit dieser Kruste, oh mein Gott. Dann hier eine Pepperoni. Dann hier, was ist das? Chicken. Ich glaube, Kofta ist das. Das ist Kofta und das ist Kofta, irgendwas Chicken. Das ist Chicken.
Sieht, boah. Chicken Breast oder nicht Breast, Leg. Boah, schau Flügel? Mal. Schau mal diese Kruste an. Grillkruste. Man hört das sogar, oder? Mhm. Als erstes testen wir mal die Pommes, so mache ich das ja immer. Kann sich sehen lassen. Und dieser Reis. Ich weiß nicht, wieso, aber der ist so besonders. Samir meinte auch, das ist die typische Art, ägyptischen Reis zu machen. Der ist so schön salzig. Der wird auf jeden Fall im Wasser gekocht mit sehr viel Salz, denke ich. Und butterig so. Ich glaube, butterig angebraten. Nicht Butter angebraten oder Butter reingetan noch zusätzlich. Das könnte schon angebraten sein, ich sehe hier, aber ich glaube, das ist vom Fleisch. Irgendwie, ich weiß es nicht. Ja, Freunde, ist aber auf jeden Fall gut. Und jetzt könnt ihr wieder in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was das alles kostet. Am Ende des Videos werde ich es auflösen. Das könnt ihr euch wieder nicht vorstellen. Das ist wirklich, für mich ist es unverständlich. Ich komme mir manchmal schlecht vor, wenn ich so wenig Geld für so Qualität an Essen bezahle. Dieses Fleisch ist einfach so zart und soft und so lecker und oh mein Gott. Ich drücke nicht mal fest. Zeig mal von innen die Mitte. Alter. Und so. Schaut mal diese wunderschöne Kruste an. Dann das Fleisch, ist es zäh, ist es nicht zäh. Sieht jetzt zwar zäh aus, aber es ist auch Rindfleisch, glaube ich. Oder? Ja, das müsste Rindfleisch sein. Boah, Gaziantep-Vibes, ich schwör's dir. Mir fehlt nur eine Chili-Soße. Mm. Kannst du bestellen? Das ist Lammfleisch. Boah, das ist scharf, Alter. Jetzt merke ich. Ich werde das Essen nicht bewerten. Ich genieße es einfach nur mit euch. Das hier, muss ich ehrlich sagen, seitdem wir in Ägypten sind, gibt mir das erste Mal Türkei-Vibes. Ich kann locker mit türkischen, also mit türkischer Küche mithalten. So. Und die Röstaromen. Lol. Mann, keine Thumbnail gemacht. Dann hier schön. Alter, mit links streichen ist nicht so einfach. Okay, der Struggle is real. Hilfe! Das Brot mit Hummus innen ausstreichen. So, dann Lamm. Ich glaube, das ist Lamm zu 100%. Was kann ich da noch rein tun? Das sind ein paar Paprikas. Und Hummus und Fleisch ist sowieso beste Kombi. Diese Kruste, das habe ich noch nicht mal probiert. Was ist das, Mann? Ich weiß es echt nicht. Ist safe Chicken, oder? Mm, aber sehr nicht. Dünnes Chicken irgendwie. Das war das, was da gestanden ist. Das ist so Wing. Ich glaube, Hühnchenflügelmäßig oder Schenk oder was. Boah, ist das lecker, Mann. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist das beste Hähnchen, was ich je gegessen habe. Nicht, dass es Taube ist. Nee, Taube ist es nicht, oder? Taubenfleisch schmeckt sehr gut und sehr weich. Wenn das Taube ist, ich schwöre, ich tick aus. Ich glaube, es ist Taube. Ich glaube auch, es ist Taube. Ja. Zu 100%, weil die Knochen so dünn sind. Taube ist übrigens in Ägypten eine Spezialität und schmeckt wie Chicken. Sorry. One question. Alright. I have one question. Is this a pigeon? Kind of meat is this? Wild. It's not meat. Wild is a bird. Yeah, the bird. The grey bird, right? Yeah, small bird. Pigeon. No, Milch Pigeon. Milch, you know what? What's the English, the Arabic word? Cement. Cement. Yeah. This English is word, acquire. Yeah. Okay, we will Google. Okay. Thank you. Google mal, was das ist. Das ist aber nicht Pigeon. Ist nicht Taube. Mhm. Oh mein Gott, zum Glück. Ich glaube, es liegt mir auf der Zunge. Spatzen. Nicht Spatzen. Ente. Nein, diese dicken, diese dickeren. Nein. Spechte. Nein, nicht ein Vogel. So ein Vogel, wie du meinst. Papagei. Hey, kann man nicht Papagei essen? Egal, ich esse auch, wenn Taube ist. Wenn Taube ist, Respekt, es Taube. Ist Wachtel. Ich glaube Wachtel. Wachtel? Ja, Wachtel. Sag mir her, wie der Vogel aussieht. Alter, das arme Ding, Mann. Ich esse einfach gerade Wachtel. Ich werde Vegetarier, ey. Boah, Wachtel, Alter. Respekt. Gut. Knusprig, Mann. Lol. Nur wenig Fleisch. Ich habe mir vorher gedacht, Alter, für ein Chicken ist da echt wenig Fleisch dran. Früher als Kind sind wir immer ins Andrea-Restaurant bei den Pyramiden gegangen und ich konnte mich noch so gut an diesen leckeren Geschmack erinnern und das ist jetzt das erste Mal seit Jahren, dass ich wieder hier esse und es ist wirklich, also... Und es ist hier der Fall.
Gott, live on camera. Oh mein Gott, ganze Jeans gespoilt. Und ich wollte heute noch einen Cocktail trinken. Was zwischen den Zähnen? Geh du mal einen Cocktail trinken. Schaut euch das jetzt an. Oh mein Gott. Boah. Wenn wir Küche haben, will ich jeden Tag sowas essen. Du kochst es jeden Tag. Wir kochen jeden Tag Fleisch. Wir kriegen unsere neue Küche in 3-4 Wochen, Leute. Wir sind jetzt über einen Monat hier und haben einen Monat jeden Tag draußen gegessen. Und dementsprechend sieht das Konto aus. Was soll das sein? Ein Gesicht? Ein Gesicht, das ist der Mund, die Nase, ein Auge, noch ein Auge. Der hat wahrscheinlich, keine Ahnung, eine Augenklappe an. So, Freunde, wir sind jetzt fertig mit Essen. Wir gehen jetzt kurz nach Hause, dann zeigen wir euch noch, wie es aussieht. Dann können wir bitte kurz über diesen frischen Guava-Juice sprechen. The best. Und es sieht so lecker aus hier drin, so schaumig, so ein, oh mein Gott. Einfach. Und wie gesagt, in einem anderen Video schon, das ist pures Vitamin C. Pures Vitamin C, das ist besser, man kann. So was hilft, um das Immunsystem zu stärken. Weißt du, was auch hilft, um das Immunsystem zu stärken? An alle Leute, die wieder im Lockdown sind, mein herzliches Beileid. Aber in Ägypten gibt es kein Corona, also kommt nach Ägypten. Die Leute hier nehmen es einfach lockerer. Lockerer. So, Freunde, wir gehen. Bye bye, Shukran. Wild. Sehr, sehr gutes Restaurant. Das ganze Essen hat jetzt 40 Euro gekostet. Aber warum hat es 40 Euro gekostet? Wir haben 3 Portionen, weil wir noch eine Portion für Magdi mal als Geschenk mitbringen. Weil der die ganze Zeit in der Wohnung ist, sich mit den Arbeitern, also um die Arbeiter kümmert, dass da alles on point ist, damit da nichts geklaut oder geschummelt oder was auch immer wird. Das ist das Mindeste, dass wir ihm jetzt auf jeden Fall mal eine dicke Portion von diesem Zeug hier mitbringen können. Geiler Übergang, ja? Was sagt ihr, Leute? Was ist? Das ist überhaupt nicht der Ton, den ich ausgesucht habe. Das ist der Ton, aber schon wieder aussieht. Ja. Was sagt ihr, Freunde? Beige Wände, der Boden, man darf nicht raufsteigen, gell? Du bist nicht zufrieden? Du, ne? Helwa, mag die. Helwa, helwa. Ich find's wunderschön. Wir sind nicht in Deutschland, es muss nicht aussehen wie in Deutschland. Schaut mal an. Puh. Der Kontrast doch wunderschön. Mir gefällt's. Ich finde es schön, so wird es auch bleiben jetzt, wird auch nicht mehr verändert, weil es zieht sich jetzt eh schon 2 Tage länger, weil Sami dabei sein wollte.